Ich glaube, jeder Kingdom Come Deliverance-Spieler hat von diesem Moment einmal geträumt, sich die Welt von Kingdom Come Deliverance im Real Life anzusehen. Und ich habe das im Frühjahr dieses Jahres gemacht. Und was ich da so erlebt habe, möchte ich jetzt gerne in dem Video mit euch teilen. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Gestartet habe ich meine Reise, wie hätte es auch anders sein können, in Rattay. Und ich bin hier wirklich schwer beeindruckt gewesen. Also ich bin wirklich aus dem Auto ausgestiegen und es hat sich einfach so angefühlt, als würde man nach Hause kommen. Also die Topografie haben die Entwickler so gut getroffen. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich hier schon tausendmal gewesen, wobei ich hier noch nie war. Es hat sich natürlich einiges verändert vom Rattay von 2023 zum Rattay von 1403. Das ist natürlich klar. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier im Hintergrund auch sehen. Aber trotzdem, allein so diese Umgebung. Es fühlt sich einfach so an, als wäre man hier schon 100-mal gewesen, wobei man hier noch nie wirklich war. So. Und da geht ein fettes Lob an Warhol Studios raus, dass sie das so gut umgesetzt haben. Einfach klasse. Und ich meine, ich hoffe, ihr seht es auch im Hintergrund. Die Häuser, die man hier in Rattay jetzt speziell sieht, die sind sehr, sehr untergewirtschaftet. Ich meine, da ist vielleicht auch der Kommunismus in gewisser Weise schuld. Aber trotzdem, dieses Rattay, dieses, wie ich es im Kopf habe, das sieht man hier wirklich an jedem Fleck und das ist wirklich total beeindruckend. Ja, leider ist von dem mittelalterlichen Rattay nur noch sehr, sehr wenig über. Die Pirksteiner Burg zum Beispiel ist noch relativ original, allerdings ist die im Privatbesitz. Ich bin zwar mit der Drohne einmal kurz drüber geflogen, aber mehr auch nicht. Das Stadttor ist original, da gibt's auch, hängt auch ein Schild dran. Von wegen, dass das Stadttor das erste Mal erwähnt wurde im 13. Jahrhundert. Und die Kirche ist auch noch in einem originalen Zustand. Die obere Burg wurde allerdings im 17. Jahrhundert zu einem Barockschloss umfunktioniert. Dementsprechend erkennt man hier nur noch sehr, sehr wenig von der Originalburg oder besser gesagt von der Originalbefestigungsanlage. Auch ein sehr interessanter Fakt ist, dass Rattay an und für sich sehr, sehr untertunnelt ist oder unterkellert. Hat auch Warhorse tatsächlich in einem Ankündigungsvideo mal so vorgestellt, dass diese Dungeons sie umsetzen wollen. Allerdings gibt es eigentlich in Rattay, soweit ich weiß, eigentlich nur drei Steinkeller, die man besuchen kann. Und der Rest ist unser Spieler leider verwehrt geblieben. Das nur als kleinen Funfact am Rande. Was auch ganz interessant ist, jetzt wo wir bei der oberen Burg stehen, ist die Tatsache, dass Warhorse Studios hier im Spiel etwas geschummelt hat. Und zwar hatte die original obere Burg von Rattay nur einen Turm. Warhorse Studios hat der Burg allerdings einen Turm mehr spendiert. Ich meine, mich stört es jetzt nicht so. Allerdings ist es ganz gut zu wissen, dass das Original eben nicht so ausgesehen hat. Aber wäre mir jetzt persönlich auch nicht aufgefallen, wenn ich mich da nicht weitergehend informiert hätte. Was man hier jetzt auch ganz gut sieht, das untere Stadttor ist komplett verschwunden. Hier gibt es wirklich gar nichts mehr. Der Straßenverlauf ähnelt zwar ungefähr dem des Spiels noch, aber ansonsten ist hier nicht wirklich viel mehr da, so wie es gewesen ist. Der Schenkenbedarf in Rattay ist aktuell auch relativ schlecht. Also ich erinnere, im Spiel hatten wir die obere und die untere Schenke. Jetzt gibt es gar keine mehr. Also in Rattay, ich habe keine Schenke gefunden. Wäre ich natürlich eingekehrt, so ist es nicht. In Rattay interessant noch anzumerken, der Bogenschießplatz wurde aufgefüllt, also diese Mulde, die wir hier kannten, gibt es nicht mehr. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Straße, also die Haupteinfahrtsstraße, jetzt nicht mehr durch das Tor geht, sondern links der Kirche. Also wenn man auf die Kirche von oben sieht, geht die Straße links einmal von dem Rattayer Berg sozusagen herunter. Eine weitere Sache, die mich sehr interessiert hat, war natürlich die Frage, was wurde aus unserem geliebten Badehaus? Ja, was soll ich dazu zu sagen? Also, es ist irgendwas da, ich weiß nicht, was es sein soll, aber es steht ungefähr auf der gleichen Position, wo auch unser geliebtes Badehaus standen, wo wir doch so viele glückliche Stunden verbracht haben. Auch die Frage nach unserem Müller Peschek hat mich natürlich nicht ruhen lassen und deswegen habe ich für euch keine Mühen gescheut und bin den Weg Richtung Müller Peschek geschritten. Und vom Müller Peschek hier fehlt eigentlich jede Spur. Hier steht zwar sogar noch irgendetwas, ich weiß nicht, irgendein Umspannungskraftwerk oder irgendein Wasserkraftwerk, keine Ahnung. Dieses weiße Haus, was man hier im Hintergrund sieht. Aber ansonsten ist hier wirklich öde Hose, würde ich sagen. Auch hier habe ich wieder dieses unglaubliche Kingdom Come Deliverance-Gefühl. Ich bin hier schon tausendmal gewesen, obwohl ich noch nie war. Also, das ist einfach großartig, wie das in Kingdom Come Deliverance umgesetzt wurde.
Ja, das soll es von dem kurzen Video jetzt auch schon gewesen sein. Ich wollte euch wirklich nur mal einen kleinen Einblick zeigen, wie es mir so gefallen hat, was ich so mitgenommen habe. Es gibt auf YouTube hunderte Videos, die sich mit dem Thema viel, viel intensiver auseinandergesetzt haben wie ich. Aber ich wollte nicht die YouTube einfach so kopieren, weil da gibt es genug, sondern ich wollte euch zeigen, wie es mir gefallen hat. Und es wird auch hier noch ein zweiter Teil kommen, sozusagen, wo wir uns dann Sasau und Tallenberg ansehen werden. Seid gespannt und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.